Nein, jetzt nicht. Aber gleich nach dem Essen darfst du noch mal. Versprochen. Passt es nicht, dass ihr so alle Tierquälerei unterstützt? Oh na, Lisa, bitte fang nicht du wieder mit deinem Schmarrn an. Bitte, Hannelore, sag was dazu. Lisa, was hast du denn geplant? Was geplant? Na hier, auf dem Volksfest. Jeder von euch beiden hat 20 Euro bekommen. Deine Schwester hat schon angefangen, sie auszugeben. Hast du etwas Bestimmtes, was du später noch machen willst? Nein, ich habe mir noch nichts überlegt. Die Auswahl ist ja groß. Ach Kind, du bist so schwierig. Ich wollte auf ein positives, fröhliches Thema lenken. Kannst du nicht einfach mitziehen? Aber nein, da bist du plötzlich ganz wortkarg. Nur meckern kannst du, aber da bist du ganz gut drin. Aber ich habe mir wirklich noch nichts überlegt. Wirklich, gibt es nicht ein anderes positives Thema, über das wir reden können? Sicher. Du könntest dir diesbezüglich aber ruhig mal eine Scheibe von deiner kleinen Schwester abschneiden. Die lebt viel vorausplanender als du. Sie wird mal eine große Strategin. Eine große Strategin? Vorausplanender? Weil sie Pony reiten will? Weil sie sich Gedanken über die Zukunft macht. Weil sie weiß, was sie will. Sie setzt sich Ziele. Du trutschelst nur so vor dich hin und bist so pessimistisch. Nun, okay. Tierquälerei ist wirklich ein außerordentlich erstrebenswertes Ziel. Es tut mir leid, dass ich dich einfach nicht stolz mache. Lisa, wie kannst du sowas sagen? Gar keinen Respekt vor deiner Mutter? Papa! Ja? Was hat denn die doofe Lisa schon wieder? Ei, Petra, Prinzessin. Du, deine Schwester, die hat wieder so ihren Viecherl-Tick. Weißt, das tust nicht ernst nehmen, das tust ignorieren. Weil das tut mir nämlich an. Aber spinnt jetzt aber ein bisschen? Was Nein. hat sie schon wieder für ein Problem? Prinzessin, sie hat gar kein Problem. Sie ist nur bösartig und sie mag deinen Spaß nicht gönnen. Das ist alles. Warum darf ich nicht Pony reiten? Weil es Tierquälerei ist. Pony reiten? Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Ich liebe Pferde. Ich würde niemals Pferde quälen. Die gehen doch nur im Kreis. Das macht ihnen doch gar nichts aus. Natürlich macht es denen was aus. Sie müssen das jeden Tag machen, von früh bis spät, von Frühling bis Herbst. Lisa. Und im Winter stehen sie in einem engen Verschlag und dürfen nicht raus. Jetzt reicht es aber wirklich. Lisa sagt, dass ich eine Tierquälerin bin. Lisa, muss das denn schon wieder sein? Immer dein völlig übertriebener Einsatz für irgendwelche Viecher. Ponyreiten ist ein ganz harmloses Kindervergnügen. Gönn der Petra doch den Spaß. Das wird die Ponys schon nicht umbringen. Natürlich nicht, aber es ist grausam und völlig sinnlos. Grausam? Pah! Du immer mit deiner Polemik. Grausam? Pah! Ponyreiten ist ein ganz harmloses Kindervergnügen. Die Ponys reiten gemütlich in Schrittgeschwindigkeit vor sich hin. Was soll denn daran grausam sein? Da reiten nur Kinder drauf. Die müssen also auch kein großes Gewicht schleppen. Die machen das mit links. Ja, aber wenn sie die gewünschte Leistung nicht mehr bringen, kommen sie zum Schlachter. Oh, Lisa, bist du dumm. Pferde werden doch nicht geschlachtet, das weiß man doch. Natürlich werden sie geschlachtet, oder was glaubst du, sind Rostbratwürste? Na, aber bestimmt keine Karussellpferde. Natürlich auch Karussellpferde. Nee, ich glaube, die werden gezüchtet. Nein, oder wo, was glaubst du, ist eine Pferdemastanlage? Hast du schon mal davon was gehört? Ja, wenn schon, Lisa. Jetzt schau mal her, ja? Und dafür sind die Viecher ja da, oder? Und schau mal, der Mensch ist halt mal ein Fleischesser, ja? Und dann ist die Zeit für die Pferdel halt gekommen. Das ist halt mal so, nicht? Jetzt hast du nämlich du von deinem Gerede einen richtigen Ruhe gemacht auf die Rostbratwurst. Boah, da sagst du jetzt aber nichts, dass der Papa jetzt Pferde fressen willst, da du doch Pferde so sehr liebst. Ach, Lisa. Der Papa ist halt nur mal ein Fleischesser. Das ist halt so. Und außerdem liebe ich Pferde, die leben, keine Toten. Aber sie haben vorher gelebt. Und jetzt sind sie tot. Oh mein Gott.
passt es einfach nicht. Lisa, du siehst das viel zu eng. Ja, die Ponys müssen arbeiten. Aber dafür werden sie auch versorgt. Sie bekommen Futter und Wasser, die Hufe beschlagen, tierärztliche Versorgung. Das alles kostet viel Geld. Naja, und das müssen die natürlich wieder reinarbeiten. Doch mal, der Papa muss ja auch arbeiten. Der macht das ja auch nicht zum Spaß, gell, Jockel? Ja. Jeder muss halt irgendeine Gegenleistung für seinen Lebensunterhalt erbringen. Aber der Papa durfte seinen Beruf frei wählen. Lisa, bist du jetzt ein bisschen übergeschnappt? Jetzt schau mal, ein Tier kann sich doch keinen Beruf frei aussuchen. Das Pferd zum Beispiel kann es nicht sagen. Wird jetzt ein Bäcker oder ein Rechtsanwalt oder ein Metzger. Nein, es muss ein Mensch übernehmen. Wisst? Aber Papa, wenn die Pferde nicht mehr die gewünschte Leistung erbringen können und die Gewinnaussichten sinken, werden sie zum Schlachter gebracht. Ja, das Hoffnung ist meist verloren, oder? Ja, ich. Lisa? Ja? Weißt du, was ich jetzt beschlossen habe? Was denn? Dass ich nicht nur einmal, sondern 9-mal Pony reiten werde. Ich hab noch 18 Euro und es reicht nämlich jetzt für viele, viele Runden, für 9 Runden. Nix, Lisa, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon, ne? Aber das könnt ihr doch nicht zulassen. Das ist doch Zweckentfremdung. Ja, warum? Warum sollen wir das denn nicht zulassen? Ihr habt uns 20 Euro gegeben, damit wir uns hier auf dem Volksfest vergnügen können. Und sie will ihr ganzes Geld für diesen Blödsinn ausgeben, nur um mich zu ärgern. Ach, nein, Lisa. Ach, das ist doch ein Schmarrn. Das ist doch auch keine Zwecksentfremdung. Jetzt schau mal, die Petra, sie amüsiert sich doch so sehr beim Ponyreiten. Das macht ja doch so viel Spaß. Und dann ist das Geld doch zwecksgemäß. Aber es ist Zweckentfremdung, 9-mal die große Schwester ärgern für nur 18 Euro. Boah, Mama, sag doch auch mal was, du bist doch sonst so gegen Geldverschwendung. Ich sehe das nicht so. Das Geld ist für das Volksfest. Sie gibt es auf dem Volksfest aus. Ob nun 10-mal für das Gleiche oder für 10 verschiedene Dinge. Das ist ihre Entscheidung. Sie mag Ponyreiten eben. Das? Schau mal, sie wollte von Anfang an unbedingt ein zweites Mal dorthin. Ganz ohne dich. Naja, jetzt werden es halt ein paar Mal mehr. Und dass sie dich damit zusätzlich auch noch ärgern kann, da bist du doch selbst schuld, wenn du ihr so einen zusätzlichen Anreiz lieferst. Ja. Siehst du das? Die Pferde leiden jetzt nur wegen dir. Oh. Viele, viele zusätzliche Runden. Vielleicht stecke ich mir auch noch Steine in die Hosentasche, damit ich schwerer bin. Na, das machst du nicht. Vielleicht. Zwick ich sie auch. Das macht eine Prinzessin. Du bist ein bösartiger Giftzwerg, weißt du das? Papa! Lisa! Lisa, du entschuldigst dich jetzt sofort bei deiner Schwester. Nein, das kann ich nicht, weil es wahr ist. Wenn du dich jetzt nicht sofort bei deiner Schwester entschuldigst, weißt du, was ich dann mache? Dann gebe ich dir noch einmal 10 Euro für noch einmal 5 Runden. Okay, Papa, pass auf. Hä? Petra? Der Papa möchte, dass ich dir jetzt die Wahrheit sage und dir ehrlich sage, was ich von dir halte. Du bist richtig nett. War das jetzt eine Entschuldigung? Ja. Ah. Ja, jetzt schau, wie sie sich freut. Unser Prinzessin freut sich aufs Ponyreiten. Ja. Ponyreiten. Prinzessin! Mein Geld, Papa, mein Geld! Petra! Mein Geld. Nein, jetzt hast du einen Schmarrn gemacht. Papa, mach mal die Holztielen hoch, dass ich mein Geld kriege. Petra, das geht nicht. Das sind fest verschraubte Holztielen. Die bleiben bis zum Ende vom Volk. Aber ich will nur Ponyreiten. Jetzt klär nicht rum. Aber Papa, ich will nur mein Geld. Ich muss nur Ponyreiten. Ja, jetzt pass auf. Jetzt schau mal her, da. Ich hab jetzt noch einmal... Ich gebe dir jetzt noch einmal 18 Euro und... Nein, Jockel. Mit Geld spielt man nicht. Das muss Petra lernen, auch wenn es jetzt eine harte Lektion ist. Wenn du ihr das Geld ersetzt, dann lernt sie daraus nichts. Oh, mein Prinzessin, das tut mir jetzt leid. Ich hab doch jetzt bloß probiert. Ach, mein. Jetzt... Sackle Zement, Lisa.
Jetzt schau, was du angerichtet hast. Das ist allein deine Schuld. Jetzt meine deine Schuld? Schwester. Jetzt wants. Meine Schuld? Ja, weil du hast dir den Tag verdorben, weil du mit deinem Viecherschmarrn, mit deinen Tieren angefangen hast. Sind dir die Tiere jetzt wichtiger als deine kleine Schwester? Jetzt schau dir das an. Ein Häufchen Elend. Okay, wisst ihr was? Ich brauche jetzt frische Luft. Ich gehe jetzt meine 20 Euro ausgeben, weil ich habe meine noch. Was? Oh, meine Prinzessin. Weißt du, was ich jetzt machen werde mit meinen 20 Euro? Ich werde Luftballons werfen und losen und Zuckerwatte werde ich mir kaufen und Lebkuchen. Oh mein Gott, ich kann mit 20 Euro so viel machen. Ich werde so viel Spaß haben. Lisa, du gehst aber nirgendwo hin. Du kommst wieder her und hockst dich hin. Wieso denn? Ja, weil wir noch beim Essen sind vielleicht. Aber ich hatte nur eine Breze, ich bin schon längst fertig. Ja, schon. Nein, Jocke, lass sie gehen. Ist doch besser so. Ohne sie ist es bestimmt gleich viel entspannter. Es ist doch viel besser für uns. Die bringt uns doch nur schlecht drauf mit ihrem T-Shirt. Lass sie gehen. Ah, weißt Hannelore, ich glaube, du hast recht. Gut, Lisa, dann bitteschön, ich wünsche dir viel Vergnügen. Danke. Bist du in einer Stunde, bist wieder zurück. Ja, schauen wir mal. Ja, endlich Ruhe. Diese Ruhe, das tut gut. Jetzt können wir unsere deftigen Schmankerl ganz in Ruhe geben. Ja, probier mal deinen kalten Steckerlfisch. Ach Gott sei Dank haben wir noch ein gutes Kind. Ich hasse euch, ihr seid ja so gemein! Petra, was ist denn jetzt in dich gefahren? Petra, nein, bitte jetzt nicht auch noch du. Für heute war es wirklich mehr als genug. Wir sind doch nicht im Irrenhaus. Jetzt ist wirklich Schluss. Wir essen jetzt. Ich will aber nicht. Ich will Party rein. Hast dein Geld weggeschmissen? Petra, setz dich hin. Wir essen jetzt. Setz dich. So. Peter, gleich hängst du dir eine. Setz dich ordentlich hin. Sit. Peter! Hannelore! Kneif mich. Sind das unsere Kinder? Oh, schau mal, wie die Leute alle schauen. Oh, du, heb mal das. Oh, das ist ja furchtbar. Oh. Oh, schau mal. Sind das unsere Kinder? Sag schon. Meine schon. Dann haben wir was falsch gemacht, Hannelore. Ja, scheint so, aber was? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es auch nicht, Hannelore. Ich weiß es wirklich nicht. Anscheinend was Gewaltiges. Also, wenn ich mir das so ansehe, sieht es fast so aus, als wäre es eine Strafe vom lieben Gott höchstpersönlich. Hast vielleicht recht, Hannelore. Es ist bestimmt eine Strafe, eine gewaltige Strafe von irgendwo, von ganz oben. Aber ich wüsste nicht für was. Ja, für was? Hä? Eine Strafe für was? Wir haben doch nichts angestellt. Nein. Ja? Wir sind doch gute Leute. Da. Ja, natürlich. Wir sind ordentlich, ja. Anständig, gesetzestreu. Wir sind fleißig, wir gehen durch Arbeit, wir zahlen Steuern. Wir sind freundlich zu den Nachbarn. Bodenständig, sag mal. Wir sind verantwortungsvolle Eltern. Ja, wir sind verantwortungsvolle Leute. Da passt doch alles. Ja, ich glaube. Aber du glaubst vielleicht nicht. Sag mal, Hannelore, meinst nicht auch, dass die Lisa nicht doch ein bisschen recht hat? Was meinst du? Ja, du weißt schon, damit mit ihren Viecher, also mit ihrem Tierschutz, weißt? Vielleicht können wir wirklich nicht alles machen mit den Tieren, was wir wollen. Ach, so ein Quatsch! Spinnst du jetzt? Was meinst Quatsch? Ich mein's ernst. Lass uns mal darüber nachdenken. Willst du wirklich? Lass uns mal nachdenken, Hannelore. Ja.
Mhm.